Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich hatte einen Tag frei hier vom Let's Play, war im Europapark und hatte es genossen, auch wenn es ein bisschen anstrengend war, weil richtig lange in der Sonne anstehen und so, das ist mühsam gewesen. Und dann am Abend war extrem viel Stau vor dem Europapark, also die Leute mussten natürlich von den Parkplätzen wegfahren und gerieten dann alle in Stau und dann haben wir Probleme mit dem Ticket gehabt, weil die Ticket-Anschau, weiß nicht, solche Automaten, wo man die Tickets nochmals reinmachen kann und dann einen Code bekommt oder so. Das war auch mühsam, da mussten wir das Ticket nochmals neu machen, also neu machen lassen. Und jetzt ja, sind wir um 1 Uhr fast am Morgen dann nach Hause gekommen. Habe ich zu Hause übernachtet und jetzt bin ich wieder hier in Rheinach. Und mir geht's wieder gut. Also ich habe mich gut erholt in der Nacht. Ich war gestern Abend so extrem müde. Das könnt ihr nicht vorstellen. Aber es hat sich gelohnt. Der Tag war wunderschön. Die Blue Fire ist mega gut. Die Silverstar ist mega gut. Die Wodan ist mega gut. Es macht einfach richtig viel Spaß im Europapark. Und es hat mich auch ein bisschen aufgeheitert. Also jetzt habe ich wieder Bock auf Champions of Regnum. Eigentlich wollte ich jetzt nur kurz mit euch noch schauen, wie die Marateure so gehen jetzt. Und sie sind, glaube ich, 2-Hit gewesen oder 3-Hit. Weiß jetzt nicht genau. Wo haben wir hier noch einmal ein... Hallo, sind die alle weg? Hier sind sonst immer ganz viele. Und dann machen wir Reichschlachten, weil die Eisen sind hier im Reich und die müssen wir vertreiben. Kein einziger Marateur mehr. Okay, ja, wir haben es ja gesehen. Einfach ich habe es nicht so geachtet. Die oben sind blau, ja. Blau. Und da ist ein Marateur. Aber jetzt haben wir nicht alle Buffs. Ja, okay. Der Grommel. Was? Grommel? Okay. Da hat nicht mal geschaut wahrscheinlich. So, kurz buffen. Und jetzt nochmal schauen. Einen. Okay. 3-Hit. Okay. Ja. So. Und jetzt, wie gesagt, müssen wir schauen, wo die Kerle sind von Igen. Von Ignis, hallo. Reichsmitglieder. Das Pferd will nicht. Der Panther will nicht. Noch mal ein bisschen hin. So. Und jetzt wieder. Was habe ich jetzt gemacht? Hallo, und da ist es immer noch. Wenn ich es aufmache, geht es nicht nach rechts, da geht es links daneben. So, da. Ah, die Steuerung mag ich in Champions of Regnum nicht. Es gibt ja ein Code-2 für den, fürs Reittier. Aber ich weiß es jetzt nicht mehr, weil ich es nie benutze. Ich benutze sehr gerne einfach die Nummern-Taste. Also die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 und nicht die Kurzwahltasten, weil das ist für mich einfach, ich möchte mich aufs Game konzentrieren und nicht auf die Tasten konzentrieren, welche Taste muss ich jetzt wieder drücken und so. Ich bin nicht so der Kurzwähler, also eher mit den Ziffern anstelle von den Buchstaben und dann weiß ich die Kommandos eigentlich gar nicht richtig, also die Buchstabentasten weiß ich ja nicht so richtig, welche Taste hier in Regnum wohin gehört. Der Piper ist hier. Ja, ist ja nicht viel los. Oder die Piper. Ah, es ist eine Sie. Okay. Ja, zu dritt schaffen wir das. Okay.
Mal schauen, wie wir das jetzt machen. Ich werde mich einfach opfern. Und die warten. Ja. Sollen die sich nur langsam... es ist ihr Champion zu frecken. Und wenn sie keinen Spaß haben wollen, dann sollen sie langsam sein. Ja, das sind recht viele. Mist. Chrome ist jetzt auch hier. Ich bin wieder so unkonzentriert. Ich habe jetzt einfach irgendwie gerade die Konzentration nicht anzugreifen bei so vielen Eisen. 4 sind es, glaube ich, oder 5, also viel mehr. Aniria. Ist normal. Ja, wir sind alle 51, oder was? 52, nein. Chrome ist jetzt dort. Angsthase, Grummel. Hey, die sind sicher herausfordernd. 100 Pro. Und ein Lag habe ich auch. Ja, ja, anspruchsvoll. Ja. Ja, okay. Die sind viel zu stark für uns. Ich gehe weg. Drei, wo normal sind, können doch nichts machen gegen drei, die anspruchsvoll sind. Und anspruchsvoll ist bei mir schon über Level 55. Das ist, tja, ich mach so nichts, wenn die angreifen wollen. Tor oder Samal? Naja. der Angsthase gerade ich, aber ich habe voll die Konzentration nicht und alles. Hey. Ich bin immer noch im Europapark, so halb. So, also da gehe ich mal auf ein paar Kommentare wieder ein. Und ein Kommentar ist, dass ich momentan halt eben nicht so viel machen kann, dass ich auch nicht mit Ximerin Level, also mit EXP Booster. Das ist ganz klar, da hat mir jemand geschrieben. Ich sollte doch bitte mit Ximerin, also mit EXP Booster leveln und jetzt so. Aber ich kaufe mir keine Ximerin momentan mehr. Mit Passive Card bekommst du nur 40% Ximerin, die angezeigt sind. Und dann steht immer, dass man nochmals verständigen sollte, dann bekommt man keine Antwort von der E-Mail und im Forum bekommt man auch keine Antwort. Ich warte, bis ich die Kreditkarte habe und die bekomme ich so Mitte August über und dann geht's. Also ich habe momentan kein Konto, wo ich es drauf binden kann. Ich habe nur ein Konto, das so ein bisschen geschlossen ist. Also so, ja, ich habe einfach keinen Zugriff gerade. Und deshalb kann ich das jetzt noch nicht machen. Aber eben, das Let's Play geht natürlich dann richtig los. Wenn ich jetzt zahlen kann hier in Regnum, dann ist es natürlich auch viel entspannter für mich und besser für euch, weil ihr dann spannendere Parts habt und so weiter. Also, was soll ich sagen? Wenn ich schneller level, wenn ich schneller Level 60 bin, habt ihr mehr davon, weil ich dann auch richtig reingehen kann in die Schlachten. Wie genau jetzt vorher, ich kann mit Level 52 als Barbar nichts machen. Einmal stun, ich immer gestunt und dann bin ich tot. Weil die Leute haben 6, 7 Buffs auf einmal, vor allem die Hexe. Und die killen mich sofort, also ja. Oder langsam mit Stunts, aber ich kann nichts viel machen und deshalb... Ja, leider kann ich jetzt gerade nicht viel machen. Eisen haben anspruchsvolle Level 60er. Wir haben Level 52er gehabt. Und da werden wir alle drei sofort gestorben. Was? Xerios, der komischerweise immer synthetische Bindung macht als Hexe. Ein paar Barbs. Synthetische Bindung ist irgendwie vom Magier, glaube ich, also schon von Anfang an, auf Level 7 oder so. Und
Oder ist es ein bisschen höher? Boah, ich habe so lange jetzt kein Magier mehr gespielt. Kann es jetzt nicht sagen, aber es bufft halt die Gruppe. Mit irgendwas. Mit weiß nicht, Intelligenz. Nein, Intelligenz ist irgendwie so ein anderes. Ja, ich kenne mich eben zu wenig aus mit so anderen Charakterklassen und so. Ich habe ja auch erst wieder neu angefangen, habe eigentlich alles so richtig vergessen und der Baba ist der einzige, der ich jetzt eigentlich schon recht gut kenne. Und ja, spielen könnte jetzt ohne mein frischen Wissen wieder frisch auf Vordermann zu bringen. Weil ich bin so einer, der schnell wieder vergisst Sachen, die er überhaupt nicht braucht. Also jetzt, wenn ich jetzt wieder an Jäger denke oder an Beshi, den ich ja noch habe, dann wüsste ich eigentlich fast nichts mehr über die, außer natürlich, was ich gemacht habe und so, aber nicht, wie die Skills heißen und alles mögliche. Natürlich, also, was der Beshi für Beschwörungen hat und so weiter, aber ich konzentriere mich immer eigentlich auf das Wissen, das halt wichtig ist und gutmütig ist, gut irgendwann mal gebrauchen könnte und nicht Sachen, die unnütz sind. Unnützes Wissen habe ich nicht so viel. So. Ja, dann greifen die wohl bald an, oder? Ich hoffe, passiert jetzt in diesem Part noch etwas. Sonst habe ich heute keinen Part. Dann müsst ihr halt den morgigen schauen. Der kann ich jetzt nämlich heute Abend aufnehmen. Und wenn wir ja online sind, aber es sind am Abend auch nicht viele online. Also kann ich es eigentlich nicht so gut machen. Und der liebe Hater, der hat langsam angefangen, auch bei den anderen Videos zu disliken. Ist mir egal, ich habe immer noch viel mehr Likes und ich könnte sie sogar noch höher machen, die Likes. Aber ich habe es nicht nötig, ich will auch nicht meine Kollegen unbedingt betteln, dass sie liken. Aber sie schauen meine Videos, vergessen es leider immer wieder. Aber schnell Bescheid sagen könnte ich immer noch. Also Haters haben nichts zu sagen hier auf dem Kanal. Das ist für mich sowas von Schnuppe. Ob die jetzt haten oder nicht, es ist einfach eine Bemerkung, oder? Wow, sie haben bei mir ein bisschen mehr Respekt. Vielleicht haben sie einfach gerade, ja, irgendwie bei anderen keine Lust und kommen sie zu mir und disliken bei mir. Von mir aus. Oder vielleicht ist es ein Eisen gewesen, den ich totgekloppt habe. Kann auch sein. Weil die Eisen sind immer so ein bisschen die Leute, die halt gleich haten müssen, gleich schlecht alles machen müssen oder gleich mit tausenden Stunts kommen. Die Syrten sind zwar schon ein bisschen die Besseren, aber auch die eher mit Überzahl kommen und mit Stunner und ja. Also Taktik in der Regnung existiert von Spieler aus nicht mehr. Sie machen einfach das, was sie am besten halten, nämlich Stunnen, nämlich eben Überzahl kommen und so weiter. Kein Balancing mehr, nichts mehr. Aber das ist bei den Ligen auch so. Aber es kommt auf die Spiele drauf an, die spielen die Charakter und nicht auf das Reich drauf an. Und deshalb, ja. Wie wird der Eisenspion genau geschrieben? Sehr Gweni Schnupfi. Okay, wo ist das Relikt? Da. Hallo. Wie hüpft. Es hüpft. Du hast zweimal leer zwischen Gweni und Schnupfi. Aha. Ja, das muss man auch beachten. Und im Sommerfort haben sie sich verkrümelt. Können die Relikte wahrscheinlich nicht rausnehmen. Okay. Ja. Also bis heute Abend werde ich noch leveln, habe aber auch mich um den Server zu kümmern, Minecraft-Server, den ich habe.
Und hochladen muss ich ja auch manchmal noch. Und ich kann nicht Champions of Regnum spielen, wenn ich hochlade, weil meine schlechte Internetverbindung alles aufgebraucht wird und ich hier nur rausfliege. Und gut, bei YouTube ist es ja, dass es auch ohne Internetverbindung noch ein bisschen bleibt, bevor es dann weggeht und das Video dann gar nicht mehr hochgeladen werden kann. Und ich habe immer nur kurze Sekunden, Bruchteile, schlechtes Internet. Also das geht gleich noch, wenn ich nur hochlade und nicht im Internet surfe und nicht in Games spiele, die online sind. Dann geht es eigentlich auch gut. Leute, arbeitet, der Boba arbeitet beim im Büro. Beim Job machen. Okay, das spielt aber wirklich sehr riskant, oder? Chef dann. Gefeuert, ich hab dich gesehen, wie du Champions of Recken gespielt hast. Jetzt geht's gar nicht, also bitte. Wo sind Eialsen? Was, Garion, das wäre ich so können. Ich muss jetzt nicht wieder holen. Wir wollen das Tor verteidigen. 1, 2, 3. 3 Leute und 2 hin oder was? Okay. Hinten ist niemand mehr. Dann sind oben noch ein paar. Ja, da ist noch Aniria. Genau. Okay. Wird also schwer, hä? Wird also schwer. Der Luke ist auch hier. Dann warten wir mal auf die Leute. Die alten, armen Alsen. Die sind so alt und gebrechlich, dass sie so langsam machen. Na, wie viel seid ihr? Die Eisen, die immer dann online sind, wenn wenig Igen da sind. Die haben wahrscheinlich eine gute TS3 Community. Besprechen sich ab. Ja, jetzt kommt online, die Igen sind wenig. Komm, wir greifen die Igen an und jetzt sind alle da. Irgendwie so geht das, habe ich so das Gefühl. Naja. Okay. Ja, es sind einfach alle normal außer Lockhead. Ja, wir werden wahrscheinlich recht schnell krepieren. Meine Gemeinschaft. Hallo? Ist schon 9, noch 9 Minuten, bis sie das Tor wieder verlieren eigentlich so. Also eben, sie haben 9 Minuten Zeit zum Einnehmen, dann geht das Relikt und die Forts sind glaube ich unser dann wieder. Und ja, der Guardian. Ach komm. Ja toll, ich habe wieder nur einmal getroffen. Ich muss unbedingt irgendwas mit der Treffsicherheit machen. Weil, ja, die Spieler natürlich viel Verteidigung haben. Aber ich habe eben so schwache Items. Wenn ich mal etwas Gutes finden würde, dann würde es richtig gut sein. Ausweichchance habe ich halt noch. Sonst habe ich wirklich nichts mit Ausweichen. Mit Verteidigung habe ich auch nur das Amulett hier noch. Ja. Ja, die Schuhe sind die einzigen. Aber eben, das ist ja nicht der Angriff, das ist die Eisachchance. Was die Spieler, anderen Spieler auch haben. Und ja. Oh, mit Level 45 wo, ging es einfach besser, weil viel mehr Spieler online waren, die mit mir kämpfen. Jetzt mit so wenig sehe ich es auch langsam, dass ich sehr schwach bin, aber ja,
man kann halt, ja, Champions of Regnum ist kein Wunschkonzert, also ich kann nicht sagen, ja, jetzt sind wir 20 Leute, kommen wir greifen an und so. Ich kann nur sagen, ja, komm bitte online, aber die hören es nicht, weil sie nicht online sind. Tja, also, Halsten kommen zu uns. Und wo genau? Hat er höhere Sichtweite? Oh. Okay. Ah, hat er wieder einen anderen Kollegen, der für ihn spioniert? Hm. Ich gehe jetzt auch noch ein bisschen weiter hinten, dass ich nicht erstes Ziel bin. So. Oh, der schwache Drago muss warten. Hm. Tja, gibt nicht viel zu sagen jetzt. Ist auch nicht zu machen. Wir müssen auf diese große Schlacht warten. Oder winzige Schlacht eher. Und ja. Andere Irgen sind nicht da. Ein Sürt ist da und irgendwie 20 Eisen, also bitte. Ich sage 7, 8, 9, ja, sind es schon. Aber ja. Und ich natürlich todmüde, ich will gleich wieder einschlafen. Weil Europa Park hat mich so geschafft und ich habe so wenig geschlafen. Aber ja, hey, ich habe jetzt schon einen Tag nicht Let's Played. Da möchte ich jetzt am Morgen schon recht gut noch es hinkriegen, ohne Konzentrationsschwächen, aber es geht leider gar nicht so gut. Also ich kann mich ich kann mich konzentrieren aufs Reden, wenn ich ja nichts mache. Aber wenn ich noch steuere nebenbei und aufpassen muss und alles mögliche, dann ist die Konzentration schon ein bisschen am Arsch. Aber hey, wie gesagt, bin ich total müde. Und deshalb ist das so. Bei Strategiespielen, bei Rome Total War oder so, habe ich 100% Konzentration. Aber bei Actionspielen, da bin ich manchmal sehr wenig konzentriert, weil ich einfach zu viel denke, zu viel taktisch probiere das zu machen und dann noch reden, dann noch umschauen und alles. So multitaskingfähig bin ich doch nicht, auch nicht so, dass ich da alles Konzentration halten kann. Und eben die Müdigkeit ist das Schlimmste von all dem. Yay, die Eisen haben keinen Bock. Yay. Noch 3 Minuten 55. Also eben, in den nächsten Parts wird wahrscheinlich eben sehr wenig passieren. Und auch die vorigen Parts waren halt auch nicht so mit viel los und so. Aber ich bin ja eben sowieso eigentlich der Einzelspieler. Und ich lasse die anderen auf mich zukommen und sag jetzt nicht jedem, komm, nimm mit mir auf, komm und so. Bitte, bitte, schnell, stress sie und dann nehmen wir zusammen auf. Aber eben das mache ich nicht. Also ihr könnt auch mitwählen, wie community-freundlich das Let's Play ist, oder? Indem ihr mitmacht. Aber ihr müsst nicht mitmachen, es ist alles freiwillig. Aber es wäre schon schön, wenn ihr da ein bisschen helft mir mal. Ja, toll, hey. Die gehen einfach nach vorne, werden gekillt und dann werde ich natürlich auch gekillt. Es hat überhaupt keinen Sinn, hier vor dem Dings zu sein. Vor dem Tor. Warten wir lieber hinter dem Tor, aber dann sehen wir nichts. Ach, seid ihr schwach, ey. Jetzt bin ich schwach.
sind wir schwach. Ja, wirklich toll. Hä? So richtig toll. Wir haben null Chance. Wir haben nicht... Das sind ungefähr... 8 Leute sind es schon gewesen, oder mehr. Ah. Gesundheit. Wow. Die sind wahrscheinlich schon drin. Nein, noch nicht. Ja, ich habe keine Buffs. Ready. Schauen wir mal das Tor. Ja, so viel. Ich könnte raus und stunnen, aber kann man durchs Tor stunnen? Okay. Ja, geh du raus, du bist Level 60. Ich kann nicht viel machen. Vielleicht mal Rohr. So, und der. Okay, was haben wir da? 3 Königreichspunkte bekommen. Und 74 Erfahrungspunkte. Ja, toll. Fenrei Jizek. Greif an. Wieso greift jetzt nicht an? Habe ich wieder abgewählt. Voll im Stress. So, 19 von 25. Okay. Eigentlich abgewehrt. Kommen die wieder? Hm. Das sieht auch gut mit dem komischen... Zwei und schon, ja... Einfach breiter. Ich mag's, wenn die zwei und Schwert so ein bisschen dünn und geschmeidig sind oder so. Daikatanas. Aber so fette mag ich irgendwie nicht so. Yay. 2000 Warmmaster-Münzen haben wir bekommen und 10.400 Erfahrungspunkte. Nicht schlecht. Super. Ja, mehr... Die gehen wahrscheinlich jetzt Samuel oder so. Oder nach Augsburg. Mehr kann ich jetzt gerade nicht zeigen, weil wahrscheinlich die Eisen trotzdem wieder überlegen sein werden. Und jo, ich will den Part auch nicht zu lange machen jetzt, weil der Part ist echt mühsam gewesen. Und eben, ein Part, der nichts bietet, muss auch nicht so lange sein wie die anderen. Ich mache die Parts länger, die etwas zu bieten haben. Aber nicht solche Parts, nur eine kurze Mauerverteidigung, mehr nicht. Also tut mir leid, momentan halt nicht so viel möglich. Ich werde aber trotzdem noch weiter Let's Playen und werde dann Vollgas geben, wenn ich die Kreditkarte habe, werde auch Geld ausgeben. Als Dank auch nochmals an euch, an NGD Studios und an Gamigo. Einfach, dass ich so ein Spiel überhaupt besitze, auch dass es kostenlos ist, aber auch halt ein bisschen etwas kosten müsse. Und ich spiele ja eben meistens alleine. Ich spiele ohne Geld auszugeben, außer für Reittier, für die Flügel zum Beispiel und so weiter. Und das wird sich aber eben bald ändern, wenn ich die Möglichkeiten dazu habe. Und wie viel Geld ich ausgebe, hängt so ein bisschen darauf an, wie viel ich brauche für AXP-Scrolls und für Farming Scrolls und ob ich dann irgendwelche, ja, was haben wir so im Item Shop? Das kann ich noch kurz schauen. Ja, Umbenennung. Haarschnitt haben wir auch schon. Nein, Haarschnitt haben wir noch drin, aber haben wir auch gekauft. Extra Charakter will ich noch holen. Also sind schon mal 9,6 €. Lagererweiterung für Accountlager möchte ich, nein, für Charakterlager möchte ich haben. Und
Eine Rolle des großen Meisters ist 35 Euro wert. Oh. Also eben optisch müsste ich jetzt nichts mehr kaufen, außer ich kaufe Farbe. Aber ja, Rüstungsverbesserung muss ich da noch ein bisschen denken. Glückkisten werde ich nie holen. Oder vielleicht wirklich mal, aber sehr selten. Sockelrune. Sockel für legendär würde ich vielleicht kaufen. Verschmelzung Gegenstände könnten wir mal machen, damit wir einfach einen Skin an ein gutes Schwert oder so machen können. Also an eine gute Waffe. Oder eine schöne Rüstung an eine schöne Rüstung. Und ja, also schreibt mir mal, was ich genau jetzt noch machen soll, bis ich das Geld auch einsetzen kann. Und was ich für Itemshop-Items unbedingt kaufen soll. Könnt auch schreiben, was ich unbedingt kaufen soll, was ich weniger wichtig kaufen soll und was ich gar nicht kaufen soll. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mit mir eben ein bisschen kommentieren, also in die Kommentare schreiben. Ihr dürft mich auch bei Skype hinzufügen. Oder bei Steam oder so, bei Facebook, bei Twitter, könnt ihr mir überall hinzufügen. Ich heiße überall Drago Basler und ja, habt Glück, dass ich euch annehme oder euch nicht rausschmeißen werde. Und aber da sind ja ihr zuständig. Ich kicke niemand raus, den ich nicht kenne, also der nichts gemacht hat. So, Ingame könnt ihr mich auch anschreiben natürlich, aber nicht nerven bitte, sonst habt ihr dann Ignore. Also, Dankeschön fürs Schauen dieses eher nicht so interessanten Parts, aber eben sie kommen alle und dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Tschüss Leute, bye.